Freunde der gepflegten virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und ja, heute geht es um Dinosaurier. Und ja, wir sitzen auf einem Jeep und müssen uns ja diversen Dinosauriersorten erwehren. Und ja, die kommen auf uns zugelaufen. Wir haben zwei Waffen zur Verfügung, eine Schrotflinte und ein automatisches Gewehr. Und ja, das ist eigentlich so das Spielprinzip. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal die Seite an von Steam. Und ja, hier sehen wir so ein paar Bilder. Ist eine ganz, ganz kleine, kurze Erfahrung. Von der Grafik her sieht es echt gut aus. Kann man echt nicht meckern. Und ja, der Preis 2,39 €, da kann man auch nichts sagen. Und man muss echt fairerweise sagen, hier steht auch wirklich drin, wie lange das Spiel denn überhaupt läuft. Also 10 Minuten. Es gibt zwei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Einmal leicht und einmal Elite. Und ich zeige euch beide Schwierigkeitsgrade in dem Gameplay hier. Also sieht echt nicht schlecht aus und man sollte es im Sitzen spielen, denn man hockt ja wirklich auf dem Jeep und der fährt weg. Und ja, da wäre Stehen einfach nicht so wirklich gut, würde ich mal sagen. Ja, Chapter 1. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt, was Zweites, aber ja, da müsste dann, wenn überhaupt, wirklich ein Story-Modus her, wo man auch wirklich sich bewegen kann auf der Insel und dann schießen kann und nicht immer nur so einen, ja, sag ich mal, so einen Wegfahr-Modus. Movie-like Escaping Plot with Chasing. Ja, so wird es genannt. Ja, großenteils positiv. Also, ich finde es auch gar nicht so schlecht. Also, da gibt es echt schlechtere Sachen, die viel mehr Geld kosten. Und ich finde es jetzt gar nicht so schlecht, um ein paar Leuten mal so VR zu zeigen. Das kann man mal schnell anmachen und jeder weiß dann ungefähr, wie VR funktioniert. Größtes Manko fand ich jetzt die Waffe. Also der Winkel, der passt nicht so wirklich. Den müsste man noch anpassen können. Dann wäre es echt gar nicht so verkehrt. Aber ich hatte halt immer das Gefühl, dass ich mir irgendwie die Hand verdrehe, damit ich das vernünftig, vernünftig benutzen kann, das Gewehr. Ja, für alle gängigen Brillen kommt es raus oder ist es erschienen für die Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und VMR-Brillen. Also ich habe es jetzt mit der Valve Index gespielt und hatte jetzt keine Probleme dabei. Ja, das wäre es erstmal so im Groben und Ganzen und ich würde sagen, viel Spaß beim Gameplay. So Leute, willkommen bei Bleeding Hand VR Chapter 1. Ja, und wie wir hier sehen, in so einem kleinen Kino, um was es sich geht, um Dinos. Und ja, die sind uns nicht gerade friedlich gesonnen und wir müssen uns halt verteidigen. Sind auf einem Auto und fahren quasi die ganze Zeit weg. Ist eine kleine Erfahrung, mehr nicht. Also kein irgendwie volles Spiel oder so, aber für 2,39 € kann man jetzt auch nicht so viel erwarten, sage ich mal. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal und ja, legen los. Viel Spaß. Okay, hier sitzen wir auf unserem Jeep. Ja, der... Ah, so können wir mal wechseln. Okay. Ich habe irgendwas gelesen von Nachladen wäre dann so. Okay, aber wir schießen einfach mal hier. Also der Winkel passt nicht ganz. Also das ist echt Arcade-Ballerei wahrscheinlich. Schon geht's auch los. So sieht es gar nicht schlecht aus. Sonne kommt schön zwischen den Bäumen hervor. Wow! Okay, Schulter war Waffe wechseln. Alter, der kam aber nah. Können hier die Pflanzen noch kaputt schießen in den Seiten? Ob die den aufhalten? Wage ich zu bezweifeln. Alter, du bist fies. Alter, habe ich mich erschrocken. Ein Raptor kommt selten allein, oder wie war das? Also ich sag mal, zu den VR-Anfängen wäre das hier mit Sicherheit richtig genial gewesen.
Heute ist man natürlich anderes gewohnt. Okay, jetzt haben wir den großen Kollegen wieder. Jetzt haben wir hier die kleinen Viecher. Also die Alte soll mal Gas geben hier hinter uns. Get away! Alter! Schon fies, wenn die Raptoren da auf einen zukommen. Also grafisch kann man jetzt hier nicht wirklich meckern, finde ich. Genau ins Auge rein, komm. Ja, die Zähne kaputt machen, sonst kann er uns fressen. Ja, siehst du mal. Ach, der steht auch schon wieder auf. Ich wollte gerade sagen, siehst du mal, was du davon hast. Did we lose it? Der ist aber lieb, ne? Dir tun wir nichts. Die Eier kaputt machen. Ich glaube, das sind Achievements. Stirb! Let go. Lässt du meine Waffe los? In your face! Okay. Als kleiner Junge habe ich Dinosaurier-Filme geliebt. Und ich glaube, da wäre das der absolute Wahnsinn gewesen. Ihr seid da auch böse, oder? Ihr kleinen Mistkäfer. Okay, hier brauchen wir definitiv die Schrotflinte. Nice Shot, da werden aber nicht weniger. Boom. Okay, haben wir noch Flugsaurier hier. Ich glaube, da brauchen wir die Schrotflinte nicht, weil wir sonst nicht vernünftig zielen können. Was kommt again? Ich muss mich hier konzentrieren. Oh, Raptoren. Ja, da brauchen wir definitiv hier. Das kann ich, sonst treffe ich die da gar nicht. So, Zeitloop-Modus könnte mehr geben. Ah, oh, wirklich, dein Ernst? Hau ab! Okay. Wo kam die Rakete her? Du bist auch nicht freundlich, oder? Oh, jetzt kämpfen die. Aber wer ist jetzt gut und wer ist böse? Oh, jetzt ist der hinter uns her, oder?
regroup with the others there. We are safe. Great job. Couldn't have made it without you. That mechanical beast. Die Musik hört sich nach Ende an. Hallo? Story is to be continued. 118 Dinosaurier. Genauigkeit 53%. Na schaut, das sind die Achievements, die man alle freischalten kann. Es gibt auch einen zweiten Schwierigkeitsgrad und ich würde sagen, dass wir uns den einfach mal anschauen und mal schauen, ob wir damit auch durchkommen. Weil war jetzt relativ kurz, das Ganze hier. Dafür gehen wir einfach in den Setup-Modus rein. Machen den Difficult auf Elite. Ja, hier hat man noch die Sprache, die man aussuchen kann. Ja, und dann kann man eigentlich schon loslegen. Also, let's go. Do not shoot him, ja, und dann ballert er trotzdem. Ja, der packt so ein bisschen ab und zu mal bei uns rein. Auch mal die Achievements zu erreichen. Oh, jetzt kommen die Raptoren wieder. Ist Blue auch hier? Blue könnten wir dressieren. Ab. Wir können die hier dressieren, damit die den T-Rex angreifen. Move, bitch! Get out of the way! Habe ich jetzt gerade die Waffe nicht wechseln können, warum auch immer. Die Waffen halten sich echt komisch, auf jeden Fall. Did we lose it? Durchatmen. Ich fühle mich ja wohl auf meinem kleinen Jeep. Das ist wirklich schön anzusehen, ja. Das aber nicht. Boah, die stecken jetzt irgendwie auch mehr ein. Wo? Ach, die kleinen Mistkäfer wieder hier. Oh.
Lass los! Ich glaube, das sind wirklich mehr geworden. Komm. Yes. Komm! Damn, the car won't start. Cover me. I'm gonna try to jump start the engine. Ich cover dich. Schon wieder. Du bist halt immer genauso hässlich wie vorher. Beiß ihn! Beiß ihn! Boah, den habe ich aber gerade im letzten Augenblick erst. Na komm, schieß! Freundschüsse. Schon wieder wird die Story noch irgendwann fortgesetzt. Ja, trotzdem habe ich nicht alle erwischt. Also ist auch echt schwierig, glaube ich, wenn man sich fast nur auf die Dinosaurier konzentriert. Ja, für 2,39 € kann man hier echt nichts falsch machen. Besonders um mal ein paar Leuten, ja, VR näher zu bringen. Einfach, können schön sitzen und einfach ein bisschen schießen. Natürlich kann es Motion Sickness verursachen, denn ja, man bewegt sich ja die ganze Zeit. Ich fand es jetzt aber vom Motion Sickness Faktor her echt okay. Ich meine, man merkt natürlich, dass man sich bewegt, und wer da mega anfällig ist, wird natürlich dann Schwierigkeiten haben. Aber ansonsten, also ich bin ja auch ab und zu wirklich anfällig, was das angeht, aber hier habe ich jetzt überhaupt keine Probleme, also alles gut. Ja, da brauchen wir jetzt kein Fazit zu machen von dem Game, ihr habt es ja selber gesehen. Ist eine kleine, nette Erfahrung, 2,39 €. Kann man dafür mal ausgeben. Also 10 € wäre es jetzt definitiv nicht wert gewesen, also man muss das schon vom Preis abhängig machen. Dafür, ja, sieht es echt nett aus, ist nichts Besonderes. Mal schauen, ob noch ein Chapter 2 kommt, also Kapitel 2. Lass uns mal überraschen. Ja, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen, und ja, ich würde mich natürlich über ein Like freuen, und vergesst das Abo nicht, falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt. Würde mich echt freuen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.